Alles klar. Brauchst du Hilfe? Geht schon. Na los. Das ist es. Heute machen wir einen Kinoabend. Wo ist dieses Labor? Am anderen Ende. Universität von Ost-Colorado. Die Bighorns. Ellie, runter vom Pferd. Gib es bitte Tommy. Ich würde es gern behalten, wenn es dir recht ist. Na los, ich sage es nicht nochmal. Was hast du vor? Naja, deine Frau macht mir Angst. Ich will nicht, dass sie wütend wird. Tut mir leid, dass ich das Pferd gestohlen habe. Ey, komm mit zurück und lass uns noch mal drüber reden. Ja, du kennst mich. Ich bin ein sturer Bock. Universität von Ost-Colorado. Und wie finde ich dieses Labor? Im Forschungstrakt. Sieht aus wie ein großer Spiegel. Könnt's nicht verfehlen. Pass gut auf deine Frau auf. Du bist immer willkommen, okay? Alles klar? Alles klar. Adios, kleiner Bruder. Na los. Genau, das ist ein Turnover. Und wenn man die 10 Yards schafft, ist wieder erster Angriff? First down, genau. Mann, wie kompliziert. Man muss es nur ein paar Mal spielen, dann weiß man das. So, okay. Wir sind wohl gleich da. So, wir können auch jederzeit wieder absteigen. Das heißt, wir können uns wohl durch die Stadt bewegen mit dem Pferd. Okay, na los. Hier sieht es auch ein bisschen verlassen aus. Für mich sieht hier nichts wie ein Spiegel aus. Wir reiten zum Innenhof. Und da sollten wir den Campus überblicken können. So, der hat ja auch gesagt, am anderen Ende irgendwo, glaub. So, hier haben wir die Garage. Hier haben wir über Stacheldrahtzaun. Das heißt, ich denke mal... Hier müssen wir langsam absteigen. Ruhig, Kallus. Kallus? Was ist Kallus überhaupt für ein Name? Du hättest Tommy ja fragen können, wie er heißt. Kallus. So, die bleibt auf dem Pferd, okay. Dann, sobald wir hier reingehen, steigt die wohl auch langsam ab. So, was haben wir denn hier? Alter, ein Flammenwerfer? Okay. Was geht ab? So, finden wir noch was anderes Schönes oder was ist? Ein paar Pillen. Hier ein paar Punkte. So, wir hatten hier wieder so ein Schwert oder eine Machete oder was auch immer. So, hier kommen wir wieder raus, oder wie?
Ah, doch nicht. Oder nach oben? Hier sind ja überall Wege. So, hier geht's nicht weiter. Hier haben wir nochmal eine Türe. So, was haben wir hier schon? Das war mal ein Ausguck. Protokoll. Kein Scharfschützennest. So, was steht denn hier? 29,8er nix. Ja, okay. Noch immer nix. Immer noch nix. 5 neue Rekruten aus der Quarantäne zu Chicago und so. Okay. Das geht aber ganz schön lange. 22.02. Das ist aber schon ein bisschen länger, weil wir haben jetzt ja gerade Herbst. Das heißt, die letzte Aufzeichnung ist mindestens ein halbes Jahr alt. So, gehen wir noch mal kurz eins tiefer. Schauen hier rein. Ach, hier haben wir nochmal so einen Balkon. So, hier haben wir nichts. Ah, wir haben sogar noch eine Werkbank da. Da bin ich ja mal vorbeigelaufen. Weil der Flammenwerfer mich so angelächelt hat. Noch ein paar Punkte. Dann schauen wir mal. Dann an die Arbeit. So, wir haben auch jetzt alle Waffen. So, was haben wir hier? Nachladetempo, Reichweite, Schaden. Ja, aber da haben wir noch nicht die benötigte Werkzeugstufe für. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Am besten die hier und Nachladetempo. So, dann können wir da nichts mehr machen. Können wir mal Schussfolge machen. Und hier auch. Das sieht gut aus. Und die Leute wohnten und lernten hier, obwohl sie erwachsen waren? Ja, lernen, feiern. Sich selbst finden. Herausfinden, was sie vom Leben wollen. Was sie von ihrem Leben wollen? So, wo geht's denn jetzt weiter? Können wir theoretisch die alle hochlupfen, aber... glaub auch nicht. Aber hier kommen wir halt einfach nicht rüber. Ist dann schon irgendwas übersehen? Irgendeine Türe oder so? Oder können wir einfach rüberspringen? Gut, mal. Ich meine, wenn die immer da so stehen bleibt. Jo. Jo, wir haben Flammenwaffe gefunden. Ist doch mal was. Und jetzt gehen wir weiter. Okay, na los. So, wo du gesagt hast, hier sind die Fireflies, habe ich gedacht, so, boah, die haben ja voll das Riesenlager. Aber hier ist ja gar nichts. Hey, da drüben, ist es das? Sieht wirklich wie ein Spiegel aus. Da drüben, aber da ist wohl sicherlich das Tor zu. Hallo? Eng am Busch. Ja, und den direkten Weg können wir wohl nicht nehmen. Hier ist ja eigentlich auch nichts. Ist auch alles verbarrikadiert. Nee, 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 nee. Gehen wir. Ach so, da an der Seite. So, man fährt hier durch. Jo, easy going. Wie viele Leute sind da wohl? Fireflies meine ich. Es müssen einige sein für so ein Vorhaben. Ob wer in meinem Alter dabei ist? Ach. Keine Ahnung. So, komm hier mit dem Pferd durch, oder? Ich bleib bei Kalos. So. Klingt nach Runnern. Bleib beim Pferd. Bist du sicher? Ja, ich will nicht, dass er wegläuft. Bin gleich zurück. Oh nein. Will mich irgendwo verstecken?
Ah ja. Die sind alle da oben. Wenn die gerade so da oben sind. Obwohl, jetzt verteilen sie sich so ein bisschen blöd. Na, komm da vielleicht rein. Na komm, warum ist das außen? Kann ich da nicht reinwerfen? Das geht doch rein. Jetzt, gleich. Das sieht mir zusammengepfuscht aus. Zusammengepfuscht, was? Zusammengepfuscht? So, jetzt sind da noch welche. So, Zacker. Ja, da schreien sie. So, nur noch einer. Das ist ja mal cool. Haben wir schön aufgeräumt. So, eine Wandtafelnotiz. Hier steht, wir müssten die Tür zum Generator im oberen Stockwerk verkeilen. Bitte sparsam benutzen. Wir haben bald kein Ben. Hey, ich habe überlegt, ich wäre gern Astronautin geworden. Tatsächlich? Ja, wie es wohl ist, allein im Weltall zu sein. Na, fast so wie cool. Alleine hier. Glaube ich. So, jetzt müssen wir nur noch wohl nach oben gehen. Denn meine letzte Runner war so blöd und ist ins Feuer reingelaufen. Deshalb müssen wir mal kurz nach oben schauen. So, hier geht's auch irgendwo hin. So, jetzt ist wieder alles still. So, wie viele Punkte haben wir eigentlich? 15 nur. Ganz schön wenig.